Säugetiere wie Katzen und Menschen brauchen Milch, um sich in ihren frühen Lebensstadien zu entwickeln. Hunde sind da keine Ausnahme. Aber was ist, wenn die Muttermilch nicht verfügbar ist? Ist normale Milch ausreichend? Kuhmilch ist die vom Menschen am meisten konsumierte Tiermilch. Wir können Milch in jedem Alter genießen. Gilt das automatisch auch für Hunde? Bei Tierisch Schlau zerstreuen wir heute die häufigsten Zweifel zu diesem Thema und betrachten dabei sowohl Welpen als auch ausgewachsene Hunde. Für alle Tierarten ist die Muttermilch natürlich die beste Lösung. Die erste Milch ist als Kolostrum bekannt und enthält einen hohen Anteil an Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Es immunisiert den Welpen in diesem frühen Stadium, bietet die notwendige Abwehr, um zu überleben und macht es somit für neugeborene Hunde unverzichtbar. Man hat aber leider nicht immer die idealen Umstände. Der Tod der Mutter, das Aussetzen von Welpen oder das Auftreten von Gesundheitsproblemen können der Ernährung mit Muttermilch im Weg stehen. In diesen Fällen muss dringend eine Tierklinik aufgesucht werden, um eine Ersatzmilch speziell für Welpen zu erhalten. Dies ist die einzige Alternative, die allen Nährstoffbedürfnissen von Welpen gerecht wird. Es gibt keine Milch tierischen Ursprungs, die die Muttermilch oder die künstliche Welpenmilch ersetzen kann. Im Notfall können wir zwei Alternativen verwenden, diese liefern jedoch nicht die erforderlichen Nährstoffe, die für die Entwicklung des Hundes erforderlich sind. Ein Nährstoffmangel wäre die Folge. Milch ist bei Hundebesitzern ein etwas umstrittenes Thema, da es komplett unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Das Problem liegt in der Laktose, einem Zucker, der in der Milch aller Säugetiere, auch bei Hunden, von Natur aus vorkommt und für die richtige Ernährung von entscheidender Bedeutung ist. Im Darm eines Welpen finden wir das Enzym Laktase, das Laktose in Glucose und Galaktose umwandelt, die wiederum Energie liefern. Dieses Enzym verschwindet, wenn der Darm des Hundes reift und er keine Milch mehr zu sich nimmt. Aus diesem Grund können erwachsene Hunde Laktose nicht auf die gleiche Weise wie junge Hunde verarbeiten, was eine Unverträglichkeit zur Folge hat. Im Gegensatz zur Milch ist Joghurt ein Milchprodukt, das kaum Laktose enthält. Dank seiner Herstellung wird die Laktose zu Milchsäure, etwas, das Hunde besser vertragen können. Wir brauchen nur natürlichen Joghurt ohne Zucker, Aromen oder Zusatzstoffe und organischen Ursprungs. Auch wenn Joghurt keine Laktose enthalten sollte, sollten wir dennoch einen Joghurt wählen, der als laktosefrei gekennzeichnet ist. Also merkt euch! Muttermilch ist für Welpen immer die beste Lösung. Wenn dies aber nicht möglich ist, kann auch auf spezielle Welpenmilch zurückgegriffen werden. Bei erwachsenen Hunden sollte Milch möglichst vermieden werden, da sie Durchfall, Erbrechen, Blähung und Allergien verursachen kann. Auf der anderen Seite kann hin und wieder ein Joghurt gegeben werden, da dies durchaus zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt. Habt ihr noch Zweifel, ob Hunde Milchprodukte vertragen? Wenn ja, hinterlasst uns eure Kommentare. Gib uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!